Schau dir das mal an. Jurassic Park. Rein in die Gondel und rauf in die Uhrzeit. Entdecke den Jurassic Park auf der Steinplatte Weidring. Wo heute saftige Almwiesen zwischen hohen Bergen liegen, waren vor über 200 Millionen Jahren Korallen und Dinosaurier zu Hause. Und wenn man genau hinsieht, kann man sie heute noch sehen. Mach dich auf den Weg und entdecke Europas größtes Trockenriff, die Steinplatte, eine der letzten Zeuginnen dieser Epoche. Der Jurassic Park auf der Steinplatte ist geöffnet von Juni bis Anfang Oktober. Man braucht für den Park selber keinen Eintritt bezahlen. Den bezahlen Sie praktisch bei der Auffahrt mit der Gondelbahn von Weidring aus mit. Es kann sich da oben eigentlich jeder rumtummeln, jeden Alters. Ich würde mal sagen von 3 Jahren aufwärts bis 99, wenn man das so sehen will. Und man braucht auch keine gesonderte Ausrüstung. Wenn man ganz normale Schuhwerk, Turnschuhe hat, wie man so sich in der Freizeit bewegt, dann ist das genug. Da kommt man praktisch überall hin. Die Reise in eine längst vergangene Welt beginnt im Jurassic Center. Das ganze ABC der Erdgeschichte wartet hier auf dich. Alles über die Zeitalter Perm und Trias, das Einmaleins der Evolution. Und verblüffende Infos über die Bewohner der Erde zu allen Zeiten. Tauche ein in das Urmeer Tethys. Du guckst dir Korallen aus allernächster Nähe an und lässt dir wasserdichte Stories über das Leben im Meer erzählen. Klar, dass da auch Dinosaurier vorkommen. Lebensecht nachgebildet und zum Angreifen. Mit deinem persönlichen Forscherhandbuch bist du bestens ausgerüstet auf dem Weg zum offiziellen Jurassic Park-Forscher. Bestimme Fossilien wie ein echter Paläontologe, entdecke längst Vergangenes und löse spannende Rätsel. Jetzt bist du fit für den nächsten Teil des Abenteuers, den Jurassic Trail. Auf rund 4 Kilometern geht es auf wissenschaftliche Erkundungstour. Die Urzeit wird hier nicht mühsam gepaukt, sondern erklettert, erbuddelt und erspielt. Klettern, drehen und verstehen, das ist das Motto auf dem Jurassic Trail. In rund 2 Stunden findest du hier Antworten auf viele Fragen. Aber Vorsicht, seit kurzem treibt ein echter Ichthyosaurier sein Unwesen am Speichersee. Knappe 10 Meter misst der Saurier, der eigentlich aus der Zeit zwischen Unter- und Obertrias stammt und neuerdings auch auf der Steinplatte gesichtet wird. Mal sehen, wer ihn entdeckt. Bleib einfach immer neugierig. Der Jurassic Trail ist sehr gut ausgebaut. Er ist auch behindertengerecht, sowie mit Kinderwagen befahrbar. Für die große Runde kann man ungefähr 1,5 Stunden rechnen. Wenn man es gemütlich angeht, dann ist man halt 2 Stunden unterwegs, aber es ist keine große Anstrengung verbunden damit. Abkühlung für alle Expeditionsteilnehmer gibt es auf über 200 Quadratmetern Urmeer. Herzlich willkommen am Jurassic Beach, dem höchstgelegenen Sandstrand der Alpen. Hier wird nach Edelsteinen gegraben und geschürft. Spritzig wird es am begehbaren Wasserfall direkt neben der Schürfstation. Hier kannst du gemütlich mit dem Floß herumfahren, am Wasserfall spielen oder einfach nur die Füße im Wasser baumeln lassen. Am Strand selbst geht es hingegen heiß her. Hier wird gegraben und gewerkt. Schließlich gibt es auch hier jede Menge Fossilien zu finden und noch mehr Saurier zu entdecken. Und wer eine Pause braucht, schnappt sich einen gemütlichen Liegestuhl. Spektakuläre Tiefblicke und atemberaubende Aussichten gibt es auf der Aussichtsplattform. Gestaltet wie eine Fächerkoralle, ragt sie rund 70 Meter über dem Abgrund. Die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten garantieren, dass auch nicht ganz schwindelfreie Personen ohne Probleme den Schritt hinaus wagen können. Werde zum Entdecker, erforsche die Vergangenheit und beginn dein Abenteuer im Jurassic Park auf der Steinplatte Weidring. Ich war hier zum Wandern und habe das einzige Trockenriff Europas gesehen und das kann ich nur jedem empfehlen.
Ich habe heute viel gelernt und hatte Spaß beim Goldsuchen. Es war ein total spannender und interessanter Tag. Ich finde, dass es ein guter Tag heute war, weil die Kinder hatten viel Spaß. Es war im Allgemeinen äußerst interessant und wir kommen wieder. Den Triassic-Park gibt es seit dem Jahr 2008 und wir befinden uns hier in Europas größtem Trockenrift, das also einzigartig nur auf der Steinplatte vorhanden ist. Und die Leute sind wirklich begeistert hier oben, weil wir haben den Park seit 2008 kontinuierlich ausgebaut, immer wieder Kleinigkeiten dazu gemacht, auch im heurigen Jahr. Und unsere Gäste, groß und klein, sind begeistert davon und kommen immer wieder gerne auf die Steinplatte. Triassic Park. Rauf in die Uhrzeit. www.triassicpark.at